schlechten Tag ausgesucht, das Nest zu verlassen. Verdammt, er hebt ab! Auf die Flügel! Diese Riesenreptilien. Ich hasse es, wenn sie das machen. Hätte uns den Ärger ersparen und sich töten lassen können. Hm. Und sich dazu selbst ausweiden und sich auf einen Bratspieß schieben? Ha, genau. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm wie üblich, gib mir das, was du zu Hause findest. Diesmal war es kein Kind, aber seine Stute hatte gerade gefohlt. Eskel und Skorpion, durch das Schicksal verbunden. Zauberhafte Geschichte. Nimm mich ruhig hoch. Du bist nur neidisch. Mein Hahn ist tot, mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr krähen, Kukudi, Kukuda. Was ist das für ein Lied? Ein altes Lied der Hochgebirgler. Blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr weit. Hier ist er gelandet. Nicht sehr elegant. Schau die Spuren. Wir haben wohl seinen Flügel gebrochen. Ist wohl in sein Versteck geflohen. Gut. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. Na schön. Her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Hat Jan dir gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, stört dich nicht? Doch, natürlich. Aber ich weiß nicht, wie wir den Fluch ohne sie brechen sollen. Wir hätten Triss um Hilfe bitten können. Ich will's mal so ausdrücken. Wenn Jan Uma nicht helfen kann, können wir immer noch zu Triss gehen. Die wird uns keine Vorwürfe machen. Umgekehrt allerdings. Da wäre was fällig. Eben. Jetzt Schluss damit. Gehen wir. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist, Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann?
Keine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kaer Morhen zuerst erreicht, hat gewonnen. Los, los! Los, lauf! Endlich. Hat ja gedauert. Der Sattel war locker. Mhm. Alle schlechten Tänzerinnen geben ihren Schuhen die Schuld. Bist selbst eine schlechte Tänzerin. Aber ein verdammt guter Reiter. Wir haben nicht gewettet, doch ich finde, du verdienst einen Preis. Komm schon, von dir nehme ich nichts. Gib mir mal einen aus, das reicht. Abgemacht. Igitt, läuft schon wieder aus. Beeindruckendes Exemplar. Ein Monat Spurenlesen und Verfolgung. Aber dann habe ich das Mistvieh drangekriegt. Glückwunsch. Aber ich frage mich trotzdem, warum du den Kadaver behalten hast. Willst du ihn ausstopfen und über den Kamin hängen? Keine üble Idee. Aber erst muss ich die Autopsie beenden. Der hier war ungewöhnlich schnell und stark. Ich will ihn gründlich untersuchen. Darf ich mal schauen? Möchtest du die Ehre haben? Nein, danke. Du schneidest, ich esse einen ab. Untersuchen wir den Kopf. Lange Tasthaare, vortretender Frontallappen. Aber das ist normal. Lange Ohren und ein Ohrring. Habe ich schon mal gesehen. Einige mögen glitzernde Objekte. Wie Elstern. Und im Maul? Gelbe, stumpfe Zähne. Die vorderen Schneidezähne fehlen. Oben und unten. Mag offensichtlich keine Zahnseite. Gut, weiter. Öffne seinen Bauch. Und? Irgendwas Interessantes? Unverdaute Nahrung, aus einigen Jahrzehnten, wie es scheint. Menschenhaare, eine Gürtelschnalle, ein paar Kopper. Oh, und ein Goldring. Willst du den Yenne vergeben? Müsste wie neu sein, wenn man ihn ein bisschen poliert. Nein, danke. Sie trägt nur Silber. Selbst schuld.
Der Rest ist ganz normal, nur die Fettleber nicht. Offenbar hatte er eine Vorliebe für Säuferblut. Nette Clown. Knapp 2 Spannen lang. Die wachsen pausenlos. Die Bestie war gut 100 Jahre alt. Muskulöse Beine. Vor allem die Oberschenkel und die Füße. Dieser Bastard war schnell, das sag ich dir. In einem Moment da, im nächsten wieder in den Schatten. Es dürfte schwierig gewesen sein, ihn zu sehen. Wie hast du ihn denn besiegt? Oh, lange Geschichte. Erzähl ich ein andermal. Ich habe fürs Erste genug gesehen. Er war alt und erfahren. Es wäre schön, wenn man das Alter eines Katakans anhand seiner Fährte bestimmen könnte, damit man einem wie dem hier nicht unvorbereitet gegenübersteht. Da hast du recht. Aber nicht jetzt. Bis dann, Eskel. Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Du weißt schon, dass diese Monstrosität Ciri sein könnte? Ja, hab davon gehört. Wie wäre es mit ein bisschen Mitgefühl? Ich nenne die Dinge beim Namen. So bin ich nun mal. Irritierend, meinst du? Ich dachte, du stehst auf Zicken. Solange es Frauen sind? Dann hast du deine Königin gefunden. Schluss jetzt. Der Kreis der Elemente wartet. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachäffst? Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht geflickt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot verteut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Jetzt ergibt das Sinn.
Nächster Schuss. Hast du diese Tricks gelernt? Das ist eine Kunst. Ich habe sie von einem Meister in Serikanien gelernt. Geralt? Bla bla. Erzähl das deiner nächsten Zauberin. Kommst du mit Wesemir wieder besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Verdammt! Hab's genau hier vertreut. Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Mhm. Ja, vor 5 Tagen. Mhm. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Das hat uns gerade noch gefehlt. Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein. Hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur 2 Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Mhm. Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb 1 Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wesemir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert.
Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Okay. Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Ist Speerspitze immer noch da unten? Ja, ist er. Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Wie geht der Reim? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer... Weckst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Ah, Hilfe! Hilfe! Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Lass uns nachsehen. Sicherheitshalber. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Hey, kleiner Mann. Keine Angst, du bist in Sicherheit. Schön, du hast recht gehabt. So, so. Was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. Sag mir, was du zu bieten. Wer hätte das gedacht? Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Wenn ein Menschenleben in Gefahr ist, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Klar. Der edle weiße Wolf kümmert sich immer um die Notleidenden. Er ist mehr Heiliger als Hexer. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Lambert, es reicht.
Knochen. Pulverisiert. Speerspitze war nie besonders gastfreundlich. Verdammt. Zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Wesemir. Bereit? Du Fettwanst! Eins, zwei, drei. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Wand wirkt nicht sehr stabil. Art vielleicht? Sicher, um Speerspitze aufzuwecken. Was, hast du Angst? Nein, ich denke nur, bevor ich handle. Hör auf, so herumzutrampeln. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Knochen. Pulverisiert. Speerspitze war nie besonders gastfreundlich. Hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wär mal was. Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. So viel zum Überraschungs. Mir doch egal, ich komm auch so zurecht. Du's überleben? Denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Das ist für Voltaire, du Hurensohn. Voltaire? Wer ist das? Schon vergessen? Kleiner Kerl, Narbe auf der Wange. Genau da. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ja, mehr können wir nicht tun. Hat es nie hier rausgeschafft. Gehen wir. Schön, wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist ihr Gebiet. Wegen ein paar Trollen machst du dir in die Hose? Früher war ich auch mal ein Abenteurer. Doch dann bekam ich eine Mistgabel in den Bauch. Von einem Bauernkind, keinem Troll. Wäre fast gestorben. Komm schon.
du, wie er seinen Schwanz einzieht? Mhm. Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Hexer soll nicht gehen weiter. Halt! Halt! Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg? Ja. Dieses sei ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind eins sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Steine werfen wir, ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexessen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexessen nicht hauen zurück. Nur brabbel, brabbel. Hexer, gut. Dumm Troll, du. Hexessen Monster töten. Trollsen sein Monsters. Ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen scharf Prügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen, wir kaputt hauen. Gut, wir lassen unsere Schwerter hier und sammeln sie auf dem Rückweg ein. Wir nicht sie wollen. Metall, pfui, sticht in Mund. Geht's noch? Halt die Klappe und tu's einfach.